Ex-Sportschau-Moderator Gerhard Delling, 63, und seine Lebensgefährtin Christina Block machen gerade schwere Zeiten durch. Seit Mitte letzten Jahres sind die beiden liiert. Mit Christinas 4 Kindern wohnen sie gemeinsam in Hamburg. Zu dem in Dänemark lebenden leiblichen Vater pflegten die Kinder immer einen guten Kontakt. Christina und er teilen sich das gemeinsame Sorgerecht, sie aber verfügt über das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Jetzt ist sie in großer Sorge, sie behauptet, ihr Ex-Mann habe 2 der Kinder entführt. Die 46-Jährige wandte sich an Bild, ich bin verzweifelt, bange um meine Kinder, die mein Ex-Mann gekidnappt hat, mir entzieht und zu entfremden versucht. Am 26. August vergangenen Jahres habe ihr Verflossener den 8-jährigen Theodor und die 12-jährige Clara aus Hamburg abgeholt. 2 Tage später teilte er ihr wohl mit, dass die Kinder nicht zurückkämen. Seitdem versuche Christina ihren Ex per Gerichtsbeschluss dazu zu zwingen, die Kinder freizulassen. Dänemark erkenne zwar die deutschen Sorgerechts- und Aufenthaltsbestimmungen an, setze sie aber nicht um. Im Herbst 2021 hatte Christina auf eigene Faust versucht, ihre Kinder wieder nach Hause zurückzuholen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder reiste sie deshalb nach Dänemark. Auch 6 Personenschützer begleiteten die besorgte Mutter. Für den Fall, dass mein Ex mich oder die Kinder bedroht, erklärte sie. Weil aber jemand die Polizei alarmiert hatte, seien die Personenschützer festgenommen worden.